Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Heute mit einem ganz ungewohnten Ausblick. Hier mitten im Wald bei uns. Das ist auch unser Ausreitgelände hier. Da sind wir ganz oft auch mit den Pferden unterwegs. Hier oben kann man mega schön reiten. Es war eigentlich mal alles hier oben ganz dichter Tannenwald. Ist alles halt leider dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen und wurde jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre alles abgeholzt. Also hier war eigentlich alles komplett Tannenwald. Man sieht, dass diese ganzen kahlen Stellen sind alle mal Wald gewesen. Aber ich finde, so sieht es auch schön aus. Also jetzt gerade im Sommer war da ganz viel Fingerhut und so. Es hat so schön lila geblüht. Das war eigentlich auch ganz nett. Aber der Grund für mein heutiges Video, der sitzt hier unten. Wir machen nämlich gerade eine kleine Pause. Bin schon über eine Stunde hier durch den Wald gelaufen. Bei Instagram hat man sie schon immer mal gesehen, unser Neuzugang. Diesmal zwar vier Beine, aber kein Pony. Und es haben immer ganz viele gefragt, wie wir zu dem Hund gekommen sind, ob ich das mal erzählen kann. Und dann habe ich gedacht, ich mache das in einem Video, weil dann ist man nicht immer so an diese 60-Sekunden-Slides gebunden. Und vor allem, man kann es auch immer wieder einfach später nochmal verlinken, wenn jemand fragt oder nochmal schauen. Bei Instagram sind ja einfach die Stories nach 24 Stunden weg. Und ich bin auch irgendwie mal zu verpeilt dazu, dann irgendwelche Highlights zu erstellen. Da bin ich nicht so dahinter irgendwie, fehlt mir auch manchmal einfach die Zeit. Deswegen habe ich gedacht, habe ich gerade eh hier so ein Päuschen auf der Bank machen. Ich erzähle euch da gerade was zu. Ich hoffe, es kommt niemand hier vorbei. Ich finde es mal ein bisschen peinlich, also dann irgendwas zu filmen, da reinzulabern. Auch wenn ich irgendwas bei den Ponys filme, gucke ich immer, dass da gerade keiner unterwegs ist. Also das finde ich mal ein bisschen unangenehm. Also bin nicht so der klassische, eigentlich zum Influencer-Dasein geeignet. Weil, genau. Aber jetzt erstmal zu Fine heißt sie. Ja, da guckst du schon, ne? Das ist Fine. Fine ist ein Sheltie. In der Story haben ganz viele geschrieben, oh, ein Collie, teilweise auch Sheltie. Konnte natürlich in der Story nicht sehen, wie groß bzw. wie klein sie ist. Also sie ist relativ klein. Ist ein Sheltie, was ich ganz witzig finde. Also wir haben gar nicht gezielt so jetzt nach dieser Rasse schon länger gesucht oder so. Also wir haben eh gar keinen Hund gesucht. Das ist wie bei uns immer. Es kommt so einfach. Die heißen eigentlich Shetland Sheepdog und kommen von den Shetlandinseln. Das fand ich ganz witzig. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und von daher passt sie natürlich eh ganz gut zu uns. Fine ist 4 Jahre alt. Und ist eigentlich so ein bisschen durch einen Zufall bei uns gelandet. Wir hatten eigentlich auch mal einen Hund, also mein Mann, jetziger Mann, damals noch Freund. Wir haben auch, als wir zusammengezogen sind, vor über 20 Jahren war das, haben wir uns einen Hund damals zugelegt. Ich bin halt immer mit Hunden aufgewachsen, also wir hatten immer Hunde zu Hause. Meine Eltern haben auch jetzt noch einen Hund. Und für mich war das eigentlich klar, dass ich auch einen haben möchte. Und dann haben wir damals bei einem Züchter, ist ein bisschen langweilig hier das Standbild, ne? Aber Fine macht jetzt auch nicht so viel. Fine, hier bleiben. Nein. War halt klar, ne? Wir wollen auch einen Hund und hatten dann einen Golden Retriever, damals einen Welpen uns gekauft, eine Hündin. Jessie hieß sie, die haben wir, ich glaube, sie ist 12 geworden, 11 oder 12. Die hat einen Schlaganfall bekommen, hatte dann da krasse Probleme. Die mussten wir damals leider einschläfern lassen. Und haben dann, also vorher nie drüber nachgedacht, wo haben wir wieder einen Hund, wenn ja, was für einen oder so. Es war so irgendwie, also es war nie Thema irgendwie. Es war auch recht plötzlich, dass wir die einschläfern lassen mussten. Die war vorher noch topfit, war ein mega, mega hyperaktiver Hund. Also gar nicht so typisch Golden Retriever, sondern wirklich die, also da hätten wir uns 3 Australian Shepherds für halten können. Aber das hat gepasst. Ich habe die viel beim Reiten mitgenommen und so, das ging ganz gut. Und wir haben dann zufällig, 2 Tage, nachdem wir sie haben einschläfern lassen müssen, sind wir losgefahren, mein Mann und ich damals. Das war, ich glaube, 2010 oder 11, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, zu einer Ponyzüchterin, die verstorben war, mit der ich vorher schon länger Kontakt hatte, die auch ein Pony von mir mal gekauft hatte, die halt alleinstehend war und halt eine schlimme Erkrankung hatte und klar war, dass das also nicht mehr lange gut geht. Und der hatte ich versprochen, wenn sie soweit ist, dass sie verstorben ist, dass ich ihre letzten 4 Ponys hatte, sie damals noch, zu uns hole. Weil sie halt immer Angst hatte, was damit passiert. Und das hatte ich ihr versprochen von Anfang an. Jetzt kommen da unten tatsächlich Menschen mit einem Hund. Fine ist zwar brav, aber wie gesagt, ich mache, glaube ich, eine kurze Pause. Weil wir sprachen ja drüber. Ich finde es so ein bisschen peinlich. Sei denn, die biegen jetzt da unten direkt ab. Voll der Influencer. Ja, Fine ist es zum Glück egal. Die macht sich gar nichts aus anderen Hunden. Die ist da sehr brav und sehr chillig. Kommt eher noch ein bisschen näher zu mir. Ne? Ja. Müsst du dich ein bisschen verstecken, Fine?
So, weiter geht's. Da sind sie vorbei. Das ist das Schöne bei Fine. Die kommt dann einfach ganz dicht zu einem, ne? Und möchte da gar nicht groß rumzanken oder rumstreiten oder überhaupt nur dabei gucken. Genau. Und ja, wir sind also damals losgefahren dann, als wir die Nachricht bekommen haben von dem Nachbarn, dass es halt so ist, dass sie verstorben ist, sind wir halt losgefahren. Es war dieser Hof war an der dänischen Grenze, also von uns schon so fast, ich glaube, 700 Kilometer zu fahren. Wir halt hochgefahren und die Dame hat halt auch einen Hund gehabt, eine Labradorhündin, die war damals schon älter. Und ja, da stand eigentlich im Raum oder so war es geplant, dass der Hund eingeschläfert wird, wenn sie nicht mehr ist. Was natürlich eh ein absolutes No-Go ist, weil der war zwar älter, aber gesund. Und dann haben wir ganz spontan den Hund auch im Auto gehabt. Und also nicht nur mit den vier Ponys nach Hause gefahren, sondern auch mit dem Hund im Kofferraum. Es war, wie gesagt, eine Labradorhündin, die war damals 11 Jahre alt. Und ja, kannte halt nichts außer diesen Hof, diese alleinstehende Dame, die kannte keine Kinder, keine Autos, kein Autofahren, kein Spazierengehen, nichts. Aber die hat sich bei uns so mega krass schnell eingelebt. Es war ein Traum von einem Hund, unfassbar brav, unfassbar ruhig. Also wirklich, wir haben dann halt gesagt, naja gut, die ist halt schon älter, wenn sie noch ein, zwei schöne Jahre bei uns hat, dann ist es okay. Letztendlich wurde sie 19,5 Jahre, sie ist vor 2 Jahren, glaube ich, war es, im Februar gestorben und im Mai wäre sie 20 geworden. Ich meine, die hat zum Schluss natürlich ihre Wehwehchen gehabt und so, aber war trotzdem immer fit. Also sie hat nicht mehr gut gehört, die wurde so ein bisschen dement und ab und zu war sie nicht mehr, ging das mit dem Pipi machen nicht mehr so ganz einwandfrei, das hat sie nicht mehr so steuern können, aber genau, die ist bei uns zu Hause tatsächlich abends in ihr Körbchen gegangen und morgens hat sie einfach tot im Körbchen gelegen, was letztendlich natürlich für uns und für den Hund total gut war. Total entspannt. Ja, genau. Die hat, wie gesagt, noch sehr viele schöne Jahre bei uns gehabt. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wir wollen erstmal keinen Hund mehr. Ein Welpe kam so nicht in Frage, weil es halt auch einfach super zeitaufwendig ist. Und ja, das ist halt einfach schwierig. Bei uns ist zwar eigentlich fast immer jemand zu Hause, weil mein Mann sehr viel im Homeoffice arbeitet und ich ja auch so meine Schichten mache und die Kinder ja auch da sind. Also eigentlich ist bei uns immer jemand zu Hause, aber so ein Hund, Welpe, ist natürlich schon krass viel Arbeit, wenn man den auch vernünftig aufziehen und erziehen möchte. Und ja, jetzt hatten wir eigentlich gut 2 Jahre keinen Hund und es war auch okay. Wir haben auch nie geguckt oder gesagt, wir wollen jetzt wieder einen Hund. Und dann, ja, Fine, du chillst hier in der Sonne, ne? Chillst dein Leben. Und dann haben wir halt im Sommer einen Urlaubshund gehabt für 3,5 Wochen, die Gudrun, ein ehemals rumänischer Straßenhund. Und die Leni und Gudrun waren sehr in love. Also Gudrun ist so ein richtiger Angsthund eigentlich, die gerade vor Männern, vor fremden Menschen und so Angst hat. Und Leni und die waren aber direkt also ein Team, sage ich mal. Und nach 3,5 Wochen war das dann ein Riesendrama, als Gudrun wieder zu ihren Besitzern ging, weil der Urlaub ja irgendwann mal Ende war. Und die Leni da echt sehr, sehr hinterher getrauert hat. Hallo. Wieder das Problem mit den Fußgängern. wieder ein Hund unterwegs, aber es fiel ja zum Glück egal. Dann ja, haben wir schon überlegt, so okay, vielleicht doch wieder ein Hund, weil irgendwie war das dann auch, als Gudrun da war, es war halt schon cool, wir haben das alle sehr genossen, spazieren gehen und mal einen Hund zu haben, also wir haben ja noch die 2 Katzen. Und irgendwie war dann doch so ein bisschen, haben wir gedacht, naja, vielleicht ergibt sich ja irgendwas, wir suchen jetzt nicht gezielt und dann natürlich so ein bisschen überlegt und hatten da auch schon so ein bisschen an einem Sheltie überlegt, weil eine Freundin von mir, die hat 2 oder mittlerweile 3, die auch schon mal mit bei uns waren, auch mit bei den Ponys waren und die waren so unfassbar unkompliziert und brav, dass ich mal gesagt habe, boah, wenn Hund, dann sowas, ganz ehrlich, die sind von der Größe her perfekt, die kann man notfalls mal eben unter den Arm klemmen, die waren so unkompliziert und auf dem Turnier haben wir auch ein paar Mal eine Frau mit 3 Shelties gesehen, die waren auch so unfassbar unkompliziert, also so wie Fine jetzt, einfach hingelegt, egal, ob da andere Hunde sind, irgendwer vorbeigeht, halt super lieb und da kam schon so ein bisschen der Gedanke auf. Und ich habe dann mit einer anderen Freundin gesprochen, die auch Shelties hat und auch gezüchtet hat, die auch mal Ponys von uns gekauft haben, der wir mal Kontakt haben und habe halt gesagt, du kannst du dir vorstellen, ne, dass das was für uns wäre und wenn du mal was hörst, wir würden halt gerne einen älteren Hund nehmen, also jetzt keinen Welpen, wenn du irgendwie mal was hörst, dass einer ein neues Zuhause sucht, aus was für Gründen auch immer, Krankheit, Alter, Scheidung, was es ja da alles so gibt, wir würden halt gerne so einen, ich sag mal, Secondhand-Hund nehmen. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass sie tatsächlich kurze Zeit später aus persönlichen, sehr nachvollziehbaren Gründen einen ihrer Hunde abgeben musste. Und das war hier Fine. Und dann haben wir dann erst noch, weil wir dann auch noch Gudrun halt
ja erst noch ein paar Tage da hatten und also unseren Urlaubshund und ja, wir noch auch so viel zu tun hatten und dienstmäßig und so weiter, haben wir dann drei Wochen später, haben wir Fine dann abgeholt. Erstmal so auf Probe, um zu gucken, ob sie sich bei uns wohlfühlt, ob das alles passt. Weil sie ja natürlich ja auch ein Hunderudel gewöhnt war, ne? Also kein Einzelhund vorher war. Wobei ich glaube, gerade das genießt die jetzt total, dass sie die alleinige Prinzessin ist, ne? Und überall mit hin darf und mit auf der Couch liegt und natürlich mit im Bett und sich bei uns zu Hause schon quasi jeder drum streitet, wer den Hund denn heute mit ins Bett nehmen darf. Der Fine. Wollen wir weitergehen? Und ja, man sieht, sie ist halt einfach unfassbar brav. Total unkompliziert. Kann überall ohne Leine laufen. Die interessiert sich für nichts. Also sie ist eher so, dass sie immer guckt, wo ich bin. Also man muss überhaupt nicht irgendwie die rufen oder aufpassen, dass die mitgeht. Die hat halt immer den Menschen im Auge und passt auf, dass sie einen nicht verliert. Also die ist immer so maximal einen Meter von einem weg. Das ist halt mega angenehm. Sie kennt natürlich Ponys, sie kennt Kinder. Also es ist für uns der absolut 1000% perfekte Hund, der nicht geplant und nicht gesucht war, aber uns trotzdem irgendwie gefunden hat. Und genau, da sind wir sehr, sehr happy mit. Und deswegen wohnt jetzt seit einigen Wochen Fine bei uns. Stimmt's, Fine? Fine? Ja, du bist die Beste, ne? Genau. Und die hat sich auch direkt bei uns wohlgefühlt. Also es war überhaupt kein Thema, die Umstellung. Ist natürlich ja für so einen Hund immer ein bisschen schwierig, aber das ging richtig gut. Hat total gut funktioniert. Und ja, sie ist auch schon beim Reiten mitgelaufen. Das macht es auch einwandfrei. Ich meine, da kann man jetzt keine riesen schnellen Strecken reiten, weil sie ist natürlich einfach klein. Aber eine kleine gemütliche Runde, das macht es auch perfekt. Also genau, jetzt habt ihr alle Infos zu Fine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es heute ohne Ponys war. Und wie gesagt, haben nur so viele danach gefragt, wie es zu dem Hund kam, dass ich gedacht habe, ich erzähle es ihr einmal ausführlich. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage hoffentlich bis bald.